Moin Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX-5. Und zwar werde ich heute den MX-5 ready für den Sommer kriegen, beziehungsweise machen. Ich muss also ein, zwei, drei Sachen machen, die jetzt nicht für ein eigenes Video gut sind, sondern, also nicht einzeln, sondern alle zusammen, mache ich jetzt eben ein Video. Dazu gehören so ein paar Sachen wie die Motormounts wieder, also den Motor wieder ein bisschen runtersetzen, weil ich habe ja, als ich die Motormounts neu gemacht habe, hatte ich das ja, dass der Motor ein bisschen hoch sitzt, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und zwar muss ich da die eine Seite, also die Beifahrerseite, muss ich noch ein bisschen runter machen. Und dann muss ich noch einmal den an der Downpipe, das Hitzeschutzband muss ich nochmal neu machen, weil das habe ich mit dem einen Motormount bzw. mit dem einen reinsetzen und immer wieder ausführen, habe ich irgendwann so ein ganz bisschen zerstört. Öl noch neu drauf, Wasser noch neu drauf. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Auto und zeige euch, was ich meine. So. Die Domstrebe blende ich jetzt ein bisschen. Ich will hoffen, das könnt ihr aber ein bisschen verzeihen. Und zwar fangen wir erstmal an. Ich muss den Motor runtersetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die Ansaugbrücke ist relativ nah an der Domstrebe. Das heißt, ich muss den Motormount hier vorne noch ungefähr, wie ich den so, ja, so 1 Zentimeter dürfte eigentlich reichen. 1 Zentimeter runtersetzen, damit ich hier noch genug Platz habe, damit der Motor sich trotzdem noch ein bisschen flexen kann. Also ein bisschen bewegen kann, während ich fahre. Das muss ich nochmal neu machen, beziehungsweise runtersetzen. Dann muss ich das hier vorne noch lackieren. Es ist noch gerade zu kalt zum Lackieren, deswegen kann ich es jetzt noch nicht machen direkt. Aber das hier muss ich noch neu lackieren, weil da habe ich mir auch beim Motormount neu machen, beziehungsweise beim Motorlager neu machen, weil mir das ja auch kaputt gemacht hat, muss ich auch mal kurz drüber lackieren. Allgemein den ganzen Motor ein bisschen sauber machen, wäre auch noch ganz gut. Dann, wie ihr hier vorne seht, habe ich keinen Ansaugschlauch, beziehungsweise hier den Filter nicht drauf. Da kommt morgen, aus meiner Zeit, kommt da morgen so ein Quick-Tap, den eigentlich, schau, ich habe das Schlauch schon, ne? Den ich hier drin hatte für die Oil-Catch-Can. Den habe ich aber abgerissen, weil ich da doch ein bisschen zu stark dazugezogen habe. Deswegen, den muss ich noch neu reinsetzen. Und jetzt kommen wir hier hin, hier ist die Downpipe. Ich hatte die, ich weiß nicht, ob man es vorher gesehen hat, aber ich hatte die immer mit so Hitzeschutzband umwickelt. Einfach um erstens das hier vor Hitze zu schützen und zweitens hier ein bisschen vor Hitze vorzugehen. Und auch allgemein den Motor ein bisschen kühler zu halten, beziehungsweise den Motorraum ein bisschen kühler zu halten. Das Hitzeschutzband liegt jetzt dort vorne auf dem Boden. Das habe ich schon mal komplett abgenommen, weil ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so spannend, mir dabei zu tun, das abzunehmen. Ich muss das nur bis zu Flexpipe machen unten, sprich einmal hier unten runter und dann so runter und dann einmal so ein ganz kleines Stück. Sprich, in einer halben Stunde ist das gemacht. Ich werde die Downpipe dafür nicht abnehmen, einfach weil ich es auf dem eingebauten Zustand machen kann. Die Downpipe aufzunehmen ist auch ein relativer Krampf. Übrigens, mir fehlt noch eine Mutter, die mache ich auch noch drauf. Kotflügel werde ich noch lackieren, genau wie Spoiler. Aber das werde ich erst machen können, wenn es über 10 Grad ist, weil es ist gerade irgendwie 5 Grad oder sowas. Aber ich fange jetzt erstmal an mit dem Abgasanlagen bzw. mit dem Downpipe Heatwrap, also Hitzeschutzband. Das werde ich ganz einfach machen. Ich werde das, was ich jetzt schon habe, werde ich einfach ein bisschen auslegen und das andere länger schneiden. Und dann kann ich das einfach so umbinden. Relativ easy. Das hier ist das Hitzeschutzband, jetzt noch eingepackt. Kleiner Tipp, wenn ihr das macht, zieht euch am besten irgendwie so Latex-Handschuhe an und alte Handschuhe, weil das Zeug, diese, ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber auf jeden Fall diese Faserpartikel, beziehungsweise auch die Fasern, bleiben sehr, sehr gut in der Haut stecken, sprich, das sind wie Ankerhaken und bleiben wirklich in der Haut stecken und das kratzt und juckt wie Sau, deswegen eben Handschuhe anziehen, eben langärmlich, weil sonst habt ihr da einen guten Tag was von. Was ich hier auch noch eigentlich, oder was manche auch noch machen, ist das Ganze in Wasser einlegen, sprich erstmal in Wasser reintun und dann alles zuschneiden. Ich habe beides einmal gemacht und es hat keinen großen Unterschied gemacht, deswegen werde ich das jetzt einmal nochmal trocken verarbeiten. Ja, das habe ich auch schon beim alten Kummer gemacht, beziehungsweise beim MX-5 Kummer. Ich werde das Ganze jetzt auspacken, eben noch in Länge zuschneiden und dann um die Downpipe wickeln. So,
So, ich weiß nicht, wie lange der Clip vorher war mit Downpipe einwickeln und sowas. Aber das habe ich jetzt alles fertig. Ich habe jetzt Downpipe eingewickelt. Es war doch ein bisschen leichter, das Ganze rauszubauen, weil das da drin zu machen ist so ein harter Krampf. Ja, eigentlich wollte ich auch die Motorlager machen, genauso wie noch eine andere Sache, die ich gar nicht weiß, die ich gerade machen wollte. Ja, das mache ich aber nicht mehr. Den Motorlager lasse ich jetzt erstmal so, weil ich kriege die da auf Biegen und Brechen nicht raus. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal so. Und eigentlich wollte ich dann ja schon fahren, aber es ist jetzt noch was dazwischen gekommen. Und zwar will ich jetzt einmal meinen Kofferraum, die Batteriehalterung, die ich noch nie hatte, und ein bisschen was im Innenraum machen. Ja, warum den Kofferraum? Ich schwenke mal rüber. Ja, wie ihr seht, der Kofferraum hier ist relativ viel Rost. Ich habe jetzt gerade die Matte hier rausgeschmissen, weil die doch schon echt ekelhaft ist. Ja, ich werde nämlich jetzt machen, ich werde einmal das hier komplett abschleifen, hier den ganzen Rost und den ganzen Dreck raus tun, genauso wie vorne die Batteriehalterung. Normalerweise sollte hier so ein Plastikding hier sein, mit noch ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel den Halter. Aber ja, das hatte der Vorbesitzer sehr schön weggemacht, genauso wie hier einfach Kabel rumhängen. Das werde ich alles einmal ein wenig aufräumen und dann mir eine neue Batteriehalterung bauen. Wie ich das mache, zeige ich euch gleich, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich benutze dafür vier Winkel, sprich einmal hier, hier und hier einen Winkel hin und hier noch einen. Hier vorne werde ich die drei festnieten und hier vorne werde ich einen hinmachen, den ich dann rausschrauben kann, damit ich die Batterie ran raus tun kann. Darunter kommt noch so eine Anti-Rutschmatte und dann werde ich das Kabel, wie wir war, hier noch ein bisschen aufhübschen bzw. ein bisschen verbessern, weil so wie das jetzt gerade ist, warum auch immer hier offene Enden liegen. Das weiß ich nicht. Ja, das werde ich alles ein bisschen anders machen. Das hier werde ich abbauen, das Kackding hier, weil das hier auch schon am Gammeln ist. Und ich weiß gar nicht, habe ich das gerade hier gesagt? Ja. Ich werde das einmal abschleifen und dann nochmal mit so einem Hammer, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwie so ein Dings, also sowas. Also kein Lack, sondern irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Da werde ich auch nochmal drüber gehen. Und dann werde ich noch in den Innenraum gehen. Dafür muss ich aber eben das Auto aufschließen. Moment. So, und dann werde ich auch noch hier im Innenraum. Ich hatte das hier komplett auseinandergenommen, weil ich einen ganz kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar hatte ich die Heckklappe mit dem Spanngurt festgemacht. Beziehungsweise den Mechanismus zum Öffnen. Da hatte ich einen Spanngurt aus Versehen drin. Ganz doofe Story. Aber ja, deswegen muss ich das hier alles öffnen und wie man hier sieht. Das ist hier alles dreckig und vergammelt. Das werde ich einmal komplett neu machen, beziehungsweise... What the fuck? Ja, und zwar werde ich das hier alles neu machen, den ganzen Dreck und Gammel hier raus tun. Genauso wie hier oben, das alles komplett einmal säubern, damit das hier in Topform aussieht. Und dann wieder alles zusammenbauen. Ja, ich denke, ich werde mal im Kofferraum starten, da das Ganze erstmal abschleifen. Und dann lackieren, weil dann kann der Lack auch noch trocknen. Und dann werde ich hierbei gehen, hier alles sauber machen, genauso wie hier die Gammelmatte und sowas alles raus tun. Ja, mache ich das mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich den Kofferraum und den Innenraum fertig. Ich habe jetzt den Kofferraum mit Hämmerit ausgepinselt, sage ich jetzt mal. Das ist so ein Metallschutzlack. Und ja, den ganzen Rost habe ich entfernt, beziehungsweise abgeschliffen. Und dann sieht das jetzt so aus. Das hier muss noch trocknen, das wird noch ein bisschen matter, weil hier hinten ist das noch relativ feucht. Ja, was ich auch noch erkannt habe, beziehungsweise entdeckt habe, nachdem ich das hier abgezogen habe, ist, dass hier noch so ein Kabelgewirr war ist. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Kommt natürlich auch nicht wieder von mir, kommt natürlich vom Vorbesitzer wieder. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie für Lautsprecher war oder für irgendein Radio oder sowas.
Weil das nimmt, geht nicht direkt von der Batterie, sondern nimmt hier höchstwahrscheinlich irgendein Signal, beziehungsweise irgendwie Strom oder keine Ahnung, von den beiden Lampen hier hinten. Also ist hier so eingespleist worden. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass es irgendwas, ich sag mal so, Wichtiges ist. Aber ja, ihr habt das jetzt alles fertig. Hier habt ihr auch gesehen, das werde ich noch lackieren, also den Winkel werde ich noch lackieren. Und hier vorne habe ich diese beiden Nietenmuttern reingelegt, damit ich die Batterie da festschrauben kann. Zeige ich aber gleich mal alles, wenn das alles getrocknet ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier noch für eine Verkleidung kaufe, beziehungsweise nochmal wieder Teppich, weil den Teppich, den ich habe, der ist ja komplett vergammelt. Gucken, ob ich da noch was ihm für kaufe oder ob ich das so lasse, beziehungsweise irgendwie anders auslege. Ja, Innenraum habe ich jetzt auch komplett fertig. Ich brauche den, glaube ich, nicht zu zeigen. Das ist halt der Innenraum, den ich vorher schon hatte. Ja, übrigens, wie ich darauf jetzt gekommen bin, das Ganze zu machen oder warum ich das Ganze mache, ist eigentlich eine ganz, ganz dumme Story. Und zwar habe ich die Batterie ja schon immer nicht so wirklich fest gehabt. Ich hatte die meistens mit zwei Spanngurten fest. Ich weiß, ist nicht die beste, an der Batterie festzumachen, aber es hat geklappt. Ja, jetzt hatte ich die über den Winter raus und wollte jetzt wieder reinmachen. Habe dann Spanngurt drum gemacht und hatte einmal einen Spanngurt von hier und die Batterie an das Ding da hinten gemacht. Und einen Spanngurt, weil ich das nach vorne und nach hinten sichern wollte, habe ich dann hier drum Spanngurt gemacht. Was Maximum dumm war, weil somit habe ich den Schließmechanismus bzw. den Öffnenmechanismus von dem vom Kofferraum ja im Prinzip festhaken lassen. Und ja, das war sehr, 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 sehr dumm. Deswegen habe ich den Kofferraum nicht mehr aufgekriegt. Dann habe ich mit meinem Vater zusammen den kompletten Innenraum auseinandergenommen und dann hinten das geöffnet. Ja, war dumm, war extrem dumm, weil daran zu kommen ist auch nicht so geil, weil wenn man sieht, ich weiß gar nicht, ob man sieht, da hinten ist so ein kleiner Raum, der ist in ungefähr so breit, also so breit will ich jetzt mal sagen, also nicht breiter als 20 cm. Und da sind wir dann mit so zwei Stangen durchgegangen und haben hier hinten den Mechanismus hier gezogen und so ist die Klappe dann aufgegangen. Und mussten erst den wie heißt das nochmal, Spanngurt da wegmachen. Deswegen, Leute, sehr teure Batterie, nicht mit dem Spanngurt. Macht das irgendwie anders, auf jeden Fall nicht mit dem Spanngurt. Warum ich das mit dem Spanngurt gemacht habe und nicht die Originalsachen genommen habe, die beim MX-5 dabei sind, ist der Grund, dass meine Batterie größer ist als die Originale, die im MX-5 reinkommt. Wusste ich auch nicht, habe ich erst gemerkt, als ich mir alles gekauft habe und dann versucht habe, das einzubauen, hat nicht geklappt. Deswegen hatte ich das so gesichert, in Anführungszeichen. Ja, aber das hier muss jetzt nochmal trocknen. Dann werde ich euch gleich noch eben zeigen, also im nächsten Cut, wie die Batterie eingebaut ist, beziehungsweise wie ich das jetzt gemacht habe. Und dann werde ich mal eben ganz kurz fahren. Ich wollte heute eigentlich schon fahren, aber erstens ist es gerade Vollgas am Regnen. Und ja, dann zu fahren ist auch scheiße. Und ja, das ist halt noch nicht trocken. Deswegen gleich, wenn es wieder höchstwahrscheinlich oder hoffentlich nicht regnet und es alles gut ist, werde ich euch gleich auch eine kleine Fahrt mitnehmen. Und dann, denke ich mal, ist es das Ende vom Video. So Leute, das Ganze ist jetzt getrocknet und Batterie ist alles schon eingebaut. Ja, ich zeige das mal ganz kurz. So, ich habe jetzt die Batterie so eingebaut, dass ich halt dort einen Winkel habe und dort einen Winkel. Den kann ich rausschrauben und hier reinschrauben. Beziehungsweise, ja, den Winkel kann ich halt mit den beiden Schrauben so rein und rausschrauben. Ja. Gesichert habe ich das nach oben, beziehungsweise, dass es halt nicht so oder so fallen kann. Mache ich einmal mit dem Spanngurt hier. Der ist komplett fest, sprich die Batterie kann nicht weiter nach vorne. Ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen Schaumstoff zwischentun, das werde ich aber noch machen, das habe ich nur gerade nicht hier. Ja, was den Kabelmist hier angeht, das werde ich alles nochmal nachgucken, beziehungsweise nicht in diesem Video machen, weil mir jetzt aber zuzugucken, wie ich Kabel rausreiße, das ist nicht so interessant und ich weiß auch nicht ganz ehrlich, wofür die Kabel da sind, deswegen da muss ich mich nochmal ein bisschen reinfuchsen. Aber so wie es jetzt aussieht, sieht halt ganz gut aus. Hier werde ich, denke ich mal, noch einen Teppich drüber machen, einfach damit es besser aussieht. Und ja, finde ich aber irgendwie geiler. Aber Batterie ist jetzt fest und alles, was ich noch machen wollte, ist jetzt fertig. Ich kann nur mal kurz den Motorraum zeigen. So, wie ihr hier seht, der Ansaugschlauch ist wieder dran, genauso wie hinten zur Catchcan. Und natürlich ist auch wieder die Downpipe schön umwickelt.
Das habe ich auch wieder dran gemacht, den Hitzeschutz für den Bremskraftverstärker. Und ja, wie gesagt, das hier kann ich noch nicht lackieren, weil es einfach zu kalt ist. Genauso wie die Kotflügel kann ich noch nicht lackieren, weil sie zu kalt sind. Und wie gesagt, Domstrebe lasse ich jetzt erstmal raus, weil ich die Motorlage beim Aufbiegen und Brechen nicht runterkriege. Aber das Auto ist jetzt im Prinzip ready für den Sommer und ich kann damit fahren. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich nehme euch kurz mit und dann beende ich gleich das Video. So, wie ihr gesehen habt, der MX-5 ist jetzt fertig. Ich wollte eigentlich noch ein Auto machen im Auto, aber das Auto mache ich jetzt einfach, weil ich auch gerade beim Schneiden bin und gemerkt habe, dass ich es vollkommen vergessen habe. Ja, wie ihr gesehen habt, der MX-5 ist jetzt ready für den Sommer. Ich muss es nur auf besseres Wetter warten, weil im Moment sind es regnerische 5 Grad und das ist nicht so allzu geil, das Auto zu fahren. Aber ich kann mich in der Zeit kann ich mich auf die anderen Projekte bzw. auf den RX-8 konzentrieren. Und ein bisschen auf den Lexus. Denn wer es bis jetzt durchgehalten hat im Video, der wird jetzt erfahren, dass ich einen neuen Motor für den RX-8 habe. Natürlich auch wieder ein gebrauchter Motor, aber vielleicht hoffentlich in besseren Zustand. Ich würde es auf jeden Fall hoffen. Ja, den werde ich jetzt wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Video auseinandernehmen und dann mal gucken, wie der aussieht. Und dann werde ich hoffentlich bis irgendwie Mitte Sommer, also irgendwie Juni, also Anfang Sommer, will ich hoffen, dass ich den EX8 dann wieder auf die Straße kriege und alles gut damit ist. Aber mal gucken, ich muss jetzt erstmal den Motor auseinandernehmen und ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter, sagt mir aber eben warum. Weil nur so kann ich die Videos verbessern. Abonnieren wäre ganz geil und falls ihr mir helfen wollt, könnt ihr die Videos auch noch teilen oder euren Freunden erzählen, keine Ahnung. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.